Hallo Kinder, hier ist wieder euer Tintenbaron. Und da ja heute Weihnachten ist, gibt's heute mal eine richtig nette kleine Weihnachtsgeschichte. Ach was, das war doch bloß ein Scherz. Natürlich erwartet euch hier wieder ein grausames, blutrünstiges Massaker von unvorstellbarem Schrecken. Viel Spaß, Kinder! Es trug sich zu, an jenem Weihnachtsabend, als ich und meine lieben Kinderlein, drei waren's an der Zahl, am schick verzierten Tannenbaume des Christkinds Ankunft erhofften. Mein Weiblein, schön wie immer, brachte Gebäck und allerlei Nascherei, um der Kinderlein Gaumen zu schmeicheln. Dem folgte ein fetter Braten mit herzhafter Soße und leckeren Klößen. Ach, war das ein Schmaus! Kaum hatten wir begonnen, das Festmahl zu verdauen, kam auch schon, auf einem Sterne geritten, das Christkind in unsere Mitte. Engelsgleich schwebt es auf und ab. Ach, wie war's doch entzückend! Es trug ein Rüschenkleidchen, weiß und fein, dazu lange Strümpf und schwarze Schüchen. Sein blondes Haar, es wehte im Wind, während es uns mit den großen Augen musterte. »Hallo, Kinderlein«, fing es mit einer Stimme an, die so süß war, als würde es sich nur von Kreide ernähren. »Wart ihr denn auch brav dies Jahr?« oh ja, das waren wir«, beteuerten die Kleinen. »Nun, das mag ja sein, doch besser ist's, ganz sicher zu gehen. So lasst mein Schwert euch richten.« Wie aus dem Nichts zog es einen Biedenhänder, so lang wie das Christkind selbst. Natürlich wollte ich meinen Kindern helfen, doch alsbald ich dies versuchte, packte mich ein koboldähnliches Wesen und drückte mich zu Boden. Das graue, haarlose Ding war nur so groß wie ein Hund und doch so viel stärker als ich, dass jede Wehr vergebens blieb. Meiner Frau und meinen Kindern erging es gleich. Das Christkind, es lächelte und sprach: »Hört mir nun gut zu, Kinderlein. Ich werde euch nun einen Schwerthieb verpassen. Doch fürchtet euch nicht, wart ihr brav, so wird die Klinge euch verschonen. Doch wehe dem, ihr wart es nicht, dann soll mein Flammberg euch den direkten Weg in die Hölle weisen.« Und so schlug es mit dem Schwerte auf meinen Jüngsten nieder. Die Klinge schnitt durch ihn hindurch wie Butter. Blut spritzte literweise aus ihm heraus, bis er komplett entzweit war. Das zweite Kind enthauptete es, und dies mit einer solchen Wucht, dass der kleine Schädel an die Wand flog und dort zerplatzte. Dem dritten Kindlein rammte es die Klinge in die Brust. Als es das Schwert wieder herauszog, hing noch das aufgespießte Herz an diesem. Das Monster, welches es unzweifelhaft war, es führte die Klinge zum Munde und verschlang das Herz genüsslich. Das Christkind, nun in einem roten Kleidchen, sprach daraufhin: »So, Kinder, wie es aussieht, war keines von euch brav dies Jahr. Drum gibt's auch keine Geschenke.« Daraufhin lachte es, und dies so teuflisch, wie kein irdisch Wesen es könnte. Doch das Schlimmste an allem, das war der Gesang, der schrecklich schauderhafte Gesang dieses Dämons und seiner Helferlein. Er war so schrecklich, dass meine Ohren bluteten wie ein frisch geschlachtet Kalb. »We wish you a bloody Christmas, we wish you a bloody Christmas,
We wish you a bloody Christmas and a creepy New Year.